Einen schönen guten Morgen. Ich habe mir heute mal überlegt, dass ich Ihnen vielleicht ein paar Bilder aus der Produktion zeige, was wir gerade produzieren. Das könnte vielleicht für Sie ganz interessant sein. Zunächst mal schauen wir uns den Katalog an, was es denn ist. Im H0-Katalog 2019 sehen wir dann auf Seite 102 die BR120, die ja schon letztes Jahr in der Entwicklung fertig war, jetzt der Formelbau fertig ist und jetzt gehen wir in die Produktion demnächst. Wir gucken uns dann mal das Modell an. Dann, was ganz interessant ist noch, das ist die D145, die italienische Diesel-Lok. Die sind wir gerade dabei, im Tampoprinting die Oberfläche zu gestalten und das möchte ich Ihnen auch kurz zeigen. Wir gehen jetzt mal in die QC-Department. Furi testet mit den Entwicklern gerade die 120. Furi, what you are doing? So I'm testing the BR120 T2 samples. So after test, we will send to Germany for approval. Now. And when you want to, when this goes into production? In May. And you have a test area here with tracks and everything? Okay, then. And this one is... And he is a product engineer here and he is controlling the project, right? Yeah. Okay, good. So, please show us. And this one is a live test sample. It's live test? Yeah. Already running 180 hours and without any problem. You can see the wheel is still okay. Yeah. And the function. 180 hours. Yeah. Oh. First, we test start up voltage. You see, it's 1.8 yeah, volt. Yeah, and almost smooth running already. Okay. Oh, behind here, I see the D145. You also tested this here, huh? Yeah. And I think it's in production. I saw this today in the tempo printing department. Yes, we will start mass production soon. Okay. I think the mass production has already started. Yeah. Wir sind jetzt im tempo print department, also Bedruckung der Oberfläche. Und wie ich schon sagte, wollte ich mir mal anschauen, was wir mit der 145 für Italien hier machen. Und die läuft gerade hier auf der 6-Farben-Maschine. Die Mitarbeiterin kontrolliert jedes einzelne Produkt, nachdem der Druck durchgegangen ist. Und mal weitergehen. Wir sehen sie an ganzer Reihe von Maschinen. Hier ebenfalls wird die Stirnseite bedruckt. Sie sehen, dass wir hier also eine ganze Reihe von Druckmaschinen gerade im Einsatz haben, um eben die 145 zu bedrucken. Ich bin heute Morgen schon mal durchgegangen, habe alle Mitarbeiter begrüßt, werde das jetzt nicht noch mal tun. Aber ich dachte, ich zeige Ihnen das mal. Und weiß nicht, haben wir hier hinten noch welche? Na, hier werden gerade die Raycars, die SBB-Wagen, SBB-Wagen gemacht, Schriften werden gedruckt. Hier ist, glaube ich, der Alex dabei.
Also es laufen immer ganz verschiedene Modelle natürlich. Gucken wir mal hier rüben. Da sind gerade Personenwagen im Einsatz. Hello? Hello. Ja, ich glaube, das war es jetzt im Moment. Vielleicht nächste Woche schauen wir dann nochmal in die Montage, wenn wir dann bei der 145 in der Montage sind. Unsere Mitarbeiter haben gerade Dinnerpause, also Abendessenpause. Einige sind auf den Sportgeräten. Viele stehen hier zusammen und besprechen was. Wir haben einiges getan, das sind auch schöne Bedingungen hier. Und der Springbrunnen läuft dann immer speziell für die Pause. Nochmal einen kurzen Blick nach draußen in unseren Garten, das Dormitory, also da, wo die Mitarbeiter wohnen, unten